Ja, noch weiter, was also ja auch eigentlich Common Sense ist, ist, dass ja dann also Deutschland aus Machtgier, aus Antisemitismus Russland angegriffen hat 1941, um Lebensraum im Osten zu bekommen. Genau, wir wissen, wie es uns seit 77 Jahren um die Ohren gehauen wird. Die Antwort auf deine Frage liegt wie immer in der Geschichte, und zwar in der Geschichte, in den geschichtlichen Fakten und nicht in den geschichtlichen Verdrehungen durch irgendwelche Siegermächte. Ja? Also Hitler hat das mit dem Lebensraum einmal von sich gegeben in seinem Buch Mein Kampf 1923. Ja, also diese ganze Lebensraumgeschichte hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt, als er dann 10 Jahre später an die Macht gekommen ist, ja, sondern das war, da nimmt man, ne, so wird Stimmung erzeugt. Man greift einen Satz raus aus einem Buch, das mehrere, oder einen Absatz aus einem Buch, das mehrere hundert Seiten hat. Und zwar liegen auch da die Verständniswurzeln auch wieder im Ersten Weltkrieg. Das Deutsche Reich ist ja auch ausgehungert worden. Ja. Also auch völlig völkerrechtswidrig haben die Engländer eine Seeblockade ja verhängt während des Ersten Weltkriegs, die sie auch nach Ende des Ersten Weltkriegs weiter aufrechterhalten haben, bis unter dem Zwang Millionen deutscher Hungertote die deutsche Reichsregierung dann genötigt wurde, diesen völlig ungerechten Versailler Diktatfrieden der Westmächte zu unterzeichnen. Ja. Und da kommt die Idee des Lebensraumes her. Die Idee des Lebensraumes kommt nicht her. Ja, das ist eine Falschrückinterpretation aus heutiger Sicht. Man kann doch das, was 1923 geschrieben wurde, auch nur aus der Sicht von 1923 richtig interpretieren. Ja, und da war eben Hitler auch unter dem frischen Eindruck noch der englischen Hungerblockade, die dann durch den Ersten Weltkrieg und noch 1919 Millionen Deutscher das Leben gekostet hat durch Verhungern. Und Lebensraum heißt nichts anderes, dass man einen eigenen Rückraum braucht, jenseits der deutschen Industrien, auf denen dann genug wächst, dass man die Bevölkerung auch selbst ernähren kann und eben nicht abhängig ist von Lebensmittellieferungen von außen, die eben von den Angelsachsen blockiert werden können. So, jetzt habe ich mal die richtige Definition mal von Lebensraum hier in die Diskussion gebracht. Ich sage es nochmal. Das kann man nur aus der Sicht von 1923 verstehen, wo es geschrieben ist und nicht zig Jahre später tausendmal uminterpretiert. Also das schon mal so viel zum Lebensraum. Ja? So. Wir haben uns jetzt auch schon bei der geopolitischen Diskussion und beim ersten Teil jetzt auch dieser geschichtsgeopolitischen Diskussion auch immer wieder sind wir zu dem Punkt gekommen, dass die Ursachen und die Auslöser für kriegerische Ereignisse ja nur in geopolitischen unterschiedlichen Machtinteressen liegen. Ja, es ist noch nie um Frieden, Freiheit, Demokratie gegangen. Es ist immer nur dieses Blabla, mit denen die schlimmsten Kriege gerechtfertigt werden, gerade die angloamerikanischen Angriffskriege. Ja, also ich meine, jetzt weißt du auch, hat man gerade im ersten Teil auch schon zur Geschichtsbetrachtung, warum ist es so wichtig, dass man den Zwischenfall von Tonkin erfunden hat, um den Vietnamkrieg herbeizuprovozieren, warum man Pearl Harbor bewusst herbeigeführt hat, warum übrigens auch schon 1898 das Schlachtschiff Maine, das amerikanische Schlachtschiff Maine im Hafen von Havanna, das damals spanische Kolonie war in Kuba, von amerikanischen Geheimdienstlern in die Luft gesprengt worden ist von innen, damit man das den Spaniern in die Schuhe schieben konnte, um auch wieder einen Eroberungskrieg damals gegen Spanien zu führen. Also es ist für diese angloamerikanische Welt ist es immer wichtig, sich zum angeblich Guten, als angeblich Guten darzustellen, um dann die eigenen Eroberungs- und Ausbeutungskriege rechtfertigen zu können. Das zieht sich durch die ganze Geschichte von diesen Brüdern durch. Haben die von den Engländern übernommen. Ja, so. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Wir waren jetzt bei, warum, wie das damals, wie das war mit dem Angriff auf die Ah Sowjetunion, ja, genau. Also das heißt, erfolgt ist. Oder also das was heißt, die Vision ist, ja. was, zumindest sagen wir, bleiben mal neutral, was die Betrachtung ist von Ja, einem jetzt. NVA-General, der auch in die Archive gegangen ist, sich auch in der, also das ist, Dr. Bernd Schwipper, glaube ich, Schwipper, Schwipper. Dr. Bernd Schwipper. Ist auch in die Archive gegangen, jetzt auf der anderen Seite bei der Sowjetunion und hat da alles durchgegraben und auch in zwei Büchern Ja, dargestellt. genau. Und da sieht man eben, dass ich, genau das wollte ich sagen, dass auch der Auslöser des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion auch wieder nicht in irgendwelchen Demokratie- oder Lebensraum-Blabla liegt. Das hat auch keine Rolle gespielt, ja.
sondern es ging auch da wieder nur um geopolitische Interessen, die nicht mehr zusammengepasst haben. Also der Bernd Schwipper, muss man sagen, war General, der Generalmajor der Nationalen Volksarmee der DDR, der noch eine Generalstabsausbildung in der Sowjetunion genossen hatte, spricht also fließend Russisch. Das ist das, was der Schulze-Ronhof nicht kann. Deswegen konnte Schwipper auch die ganzen russischen oder sowjetischen Archive auswerten. Und da ist ganz klar drin, die Aufmarschpläne der Sowjetunion von Stalin gegen Deutschland, nicht nur gegen Deutschland, sondern gegen ganz Europa, datieren vom Mai 1940. Und da gab es noch keine Aufmarschpläne des Deutschen Reiches gegen die Sowjetunion. Die haben schlichtweg nicht existiert. Das ist übrigens auch etwas, zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Schulze-Ronhof, obwohl er die sowjetischen Archive nicht kannte. Der Schulze-Ronhof und der Schwipper stellen beide fest, ja, dass das Deutsche Reich kein Interesse hat an einem Krieg gegen die Sowjetunion, weil es ja in dem noch nicht entschiedenen Westkrieg gefangen war gegen England, den er Deutschland auch beenden wollte 1940. Aber da hat er dann England die deutsche Friedensnote genauso zurückgewiesen wie schon 1916 im Ersten Weltkrieg. Also es gab kein deutsches Interesse, wenn du von Motivlagen sprichst, eine zweite Front im Rücken gegen die Sowjetunion zu öffnen, wenn man noch die andere Front mit England im Rücken hatte. Das Interesse war nicht da, diesen Krieg zu führen. Ja? So, und dann hat Außenminister Molotow hat im Dezember 1940 Berlin besucht und hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, deutscher Rückzug vom Balkan. Der Balkan wird jetzt, also heutiges Jugoslawien, auch Bulgarien und Rumänien waren ja deutsche Verbündete. Nein, Rückzug Deutschlands vom Balkan. Der Balkan wird jetzt von der Sowjetunion übernommen. Ja, also es war eine knallharte Erpressung, die hier die Sowjetregierung gegenüber der Reichsregierung betrieben hat im Dezember 1940. Und erst als Reaktion darauf, ja, hat dann die Reichsregierung, haben Hitler auch verstanden, dass der Krieg dann nicht mehr zu vermeiden ist gegen die Sowjetunion und auch der deutsche Generalstab im Bilde war, dass es seit Mai 1940 bereits detaillierte Angriffspläne gab der Sowjetunion gegen Deutschland. Und dann hat man aus der Not heraus gesagt, na gut, bevor die uns überrollen, dann führen wir einen Präventivschlag und schauen, dass wir ihnen zuvorkommen. Ja? Und erst dann wurden die deutschen Aufmarschpläne entwickelt. Es standen damals im Dezember 1940 12 deutsche Divisionen gegen mehrere hundert sowjetische Divisionen. Ja. Also das sieht man auch ganz klar, die Aggressivität der Sowjetunion, nicht nur dem Deutschen Reich gegenüber, sondern ganz Europa gegenüber. Da ist auch sehr viel Ideologie, auch Sowjetideologie muss man damit verstehen, weil man mal auch den Weltkommunismus ausbreiten wollte. Also es ist eine ganz interessante Gemengelage. Ja. Aber man kann es ganz klar sagen, die deutschen Aufmarschpläne gegen die Sowjetunion waren eine Reaktion auf die existierenden Aufmarschpläne der Sowjetunion gegen das Deutsche Reich, auf das riesengroßen Kräfteunterschied, 12 deutsche gegen mehrere hunderte sowjetische Divisionen damals und auf die Erpressungen der Sowjetregierung gegenüber Rückzug vom Balkan. Was, das ist ja eigentlich ein Lebensraum im Endeffekt, im Sinne von, das waren eben auch die Agrarzonen, die das Deutsche Reich gebraucht hat da unten, um seine Bevölkerung selbst ernähren zu können, wenn die Engländer wieder eine Hungerblockade machen im Ersten Weltkrieg. Das muss man in der Gesamtsicht sehen. Das heißt, Schwipper belegt das mit Dokumenten. Schulze-Ronhof belegt das auch so gut er kann, weil er die sowjetischen Dokumente nicht einsehen konnte, kommt aber zu den gleichen Ergebnissen. Also die beiden Generäle, der ehemalige Bundeswehr und der ehemalige NVA-General, kommt zu den gleichen Ergebnissen. Ich habe auch das Buch Der Wortbruch gelesen von Werner Maser. Das ist schon, glaube ich, 30 Jahre alt, wo der Werner Maser dezidiert auf Quellenlage auch darauf hinweist, dass der Hitler-Stalin-Pakt von beiden Seiten abgeschlossen wurde, um erstmal Zeit zu gewinnen und dass die Sowjetunion diese Zeit genutzt hat, um im Hintergrund auch den Krieg vorzubereiten. Ja. Und auch wenn es das jetzt, sage ich mal, unsere, und es gibt natürlich noch einen, der ganz bekannt in Russland, den kennen wir bei uns nicht, das ist der Viktor Suvorov. Das ist ein ehemaliger sowjetischer Geheimdienstoffizier, auch mit Quellenzugang, der das sowjetische Angriffsdatum, wie es geplant war, auf die deutschen Truppen auf den Juli 1941 gelegt hat. Und das kommt auch wieder zu dem hin, was Bernd Schwipper ja auch über Quellenstudium festgestellt hat, dass es auch im Juli 1941 den sowjetischen Angriff auf Deutschland hätte geben sollen. Es war ein Präventivschlag, also das heißt, dem Gegner schneller zuvorzukommen, weil dieser Gegner ganz aggressiv dem Deutschen Reich gegenüber sich verhalten hatte, die Monate vorher. Das habe ich jetzt genau alles beschrieben. Das ist alles Fakten, alles Quellenlage. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Ja? Und wenn es halt dann nicht im Fernsehen kommt und wenn es nicht in den Geschichtsbüchern steht bei uns,
Jetzt heißt er gleich, Müller betreibt Geschichtsrevision. Sorry, wenn etwas falsch ist, muss es revidiert werden. Was machen Ärzte, Chirurgen? Sie sprechen ja, wenn sie Operationen machen, von revidieren. Klar, wenn irgendwas im Körper nicht passt, den Menschen krank macht, revidiert ein Chirurg, damit der Mensch wieder gesund wird. Wenn die Darstellung der Geschichte falsch ist, wenn sie nicht den Fakten entspricht, wenn sie nur benutzt wird, uns Deutsche auf ewig unten zu halten, dann muss diese Geschichtsbetrachtung revidiert werden. Das ist ja positiv. So, und warum ist das positiv? Weil ja wir alle aus der Geschichte was lernen sollen. Aus der Geschichte lernen heißt, im Vorfeld zu erkennen, woraus Kriege entstehen. Damit man im Vorfeld schon eingreifen kann, damit es gar nicht zum Krieg kommen kann. Das ist doch die echte Lehre aus der Geschichte. Damit man das aber tun kann, muss man auch die Wahrheit aus der Geschichte kennen, muss man die Fakten kennen. Und wenn man die Fakten nicht kennt, weil wir hier seit 77 Jahren, seit 1945 zugeschüttet werden, ja, von den westlichen Weltkriegssiegern mit antideutschen Geschichtslügen, dann können wir nichts aus der Geschichte lernen. Also wenn wir was lernen können, müssen die Lügen jetzt weg und müssen die Fakten, die ja da sind, die beschrieben sind, die mit Quellen belegt sind, die aber in der großen Masse der Bevölkerung nicht im Kopf sind, die müssen wir jetzt den Menschen in die Köpfe bringen. Und zwar mit einem einzigen Ziel. Mit dem Ziel einer Friedenssicherung. Weil nur die Wahrheit die Möglichkeit schafft für Versöhnung. Auf Lüge ist noch nie Versöhnung entstanden. Ja, also ich argumentiere hier aus tiefstem humanem Wollen auch, warum es so wichtig ist, die Geschichtslügen jetzt zu beenden, weil nur aufgrund der Wahrheit können wir auch uns versöhnen mit unseren ehemaligen Gegnern. Es gibt doch bisher überhaupt keinerlei Versöhnung zwischen Deutschland und England, Deutschland, Frankreich, Deutschland, Polen, Deutschland, Tschechien. Die gibt's doch gar nicht. Das ist immer nur einseitiges deutsches Asche aufs Haupt streuen und die anderen lachen sich tot und zeigen uns im Endeffekt den Mittelfinger. So läuft es doch seit 1945. Das hat aber nichts mit Versöhnung zu tun. Versöhnung braucht Aufrichtigkeit. Und Aufrichtigkeit braucht Wahrheit. Ja, ich sehe keinen anderen Weg. Und nur so kann man wirklich langfristig Kriege verhindern. Deswegen sind wir, denke ich, auf einer sehr guten, auch moralisch gesehen, auf einer sehr guten Position hier, die beiden Teile, die wir diskutiert haben, du und ich, ja. Und ich möchte auch noch was hier meinen russischen Freunden sagen, ja, die haben sich bisher immer gefreut, ja, dass ich hier, sage ich mal, Westbashing aus ihrer Sicht betrieben habe, dass ich gesagt habe, ja, die Anglosachsen gehen mit euch jetzt so um, wie sie mit uns Deutschen seit 120 Jahren umgehen. Die greifen euch genauso an mit ihrer Propaganda, tut sie aber euch, wo die angegriffene Zeit als die bösen Angreifer hinstellen. Das kennen wir Deutsche ja auch schon seit über 120 Jahren. Nicht jeder Russe hört vielleicht gern, was ich jetzt auch gesagt habe über die Aggressivität der Sowjetunion gegenüber dem Deutschen Reich 1940, 1941. Das hört nicht jeder Russe gern. Das weiß ich auch, ja. Aber da muss ich jetzt auch meinen russischen Freunden sagen, Leute, wir wollen, dass sowas nie mehr entstehen kann. Wir wollen, dass nie mehr Kriege zwischen Deutschen und Russen stattfinden. Und deswegen muss auch hier die Wahrheit ausgesprochen werden dürfen. Ja, das muss ich den Russen sagen. Und ich muss den Tschechen und Polen auch sagen, ihr habt unseren Vorfahren so viel Leid angetan. Ihr habt sie umgebracht, ihr habt ihnen das Land, das Eigentum weggenommen. Wir verzeihen euch das. Aber dann müsst ihr auch mal bereit sein, die dunklen Seiten eurer eigenen Geschichte endlich mal zu akzeptieren, wie wir Deutschen das ja auch gemacht haben. Und da muss ich den englischen und französischen Freunden auch sagen, ihr tragt 0,0 Verantwortung für die Verbrechen, die eure Regierungen meinem Land angetan haben über 120 Jahre. Wenn ich das mit Franzosen, Engländern, Amerikanern diskutiere. Ihr tragt null Schuld und es gibt auch keine Kollektivschuld und ihr könnt auch nicht in irgendeiner besonderen Verantwortung irgendwie haftbar gemacht werden. Nein, ihr tragt keinerlei Schuld und keine Verantwortung für die Verbrechen eurer früheren Regierungen, unseren früheren Regierungen gegenüber. Aber damit wir in eine langfristige weltweite Versöhnung der Völker hineinkommen, ist die Wahrheit so wichtig. Ja, es tut mir jetzt leider sogar vielleicht ein bisschen emotional hier pathetisch werden. Aber genau darum geht es doch. Auf Lüge und Einseitigkeit kann keine Versöhnung und kann kein Frieden erwachsen. Und deswegen denke ich, Johannes, haben wir jetzt diese beiden Teile gemacht. Wir wissen, uns wird viel Wind jetzt ins Gesicht blasen. Wir haben es bewusst gemacht, aus, denke ich, auch aus diesem menschlichen, humanen Ansatz heraus, wie ich jetzt nochmal beschrieben habe, dem Ansatz der Friedenssicherung heraus.
Und ich denke, ich bin sehr überzeugt, dass dieses Video innerhalb kürzester Zeit von YouTube gelöscht werden wird, dass Shadowban geben wird, dass es gedrosselt werden wird. Deswegen möchte ich jetzt auch an alle Zuschauer appellieren, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich denke, Johannes, du stimmst dem zu, weil du ja die Urheberrechte hast. Ja, ich bitte dich dann um ein Ja. Also, sobald ihr das Video habt, ladet es runter in eure eigenen Kanäle. Ladet es runter in eigene, in BitChute oder was es alles noch gibt. Ladet es runter in alle Netzwerke. Dieses Video muss verbreitet werden, im Sinne der Humanität und des Friedens. Und deswegen kopiert es, ladet es runter, verteilt es, weil ich gehe davon aus, dass die Wahrheit, wie wir sie heute besprochen haben, nicht lange auf deinem YouTube-Kanal Bestand haben wird. Man wird Ich es denke löschen und eher, man wird es. dass also halt Framing kommt. Das sind also Geschichtsrevisionisten. Das sind eigentlich so, die wollen eigentlich den Hitler, wollen das alles verharmlosen, und das sind halt Träumertrottel, Deutschtümler, die halt die Wahrheit nicht wahrhaben wollen und die halt ja so ein bisschen von gestern sind. Ich glaube, das ist halt so das Framing, das natürlich dann immer kommt. Es gibt natürlich auch echte Dummschwätzer. Das wird dann vermengt, dann wird man also mit echten Dummschwätzern wird man dann also vermengt, und das sind also auch in einen Haufen getan hat, diese typischen Propagandamethoden. Ja, aber Was ich auch noch mal ganz kurz, was ich noch den ja. Leuten, was ich noch auch noch sagen wollte, jetzt mit dieser Geschichte mit der Sowjetunion, dass also das ein Präventivschlag ist. Man, die Leute können mal, man kann ja mal logisch nachdenken, die Motivlage. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, Deutschland hätte jetzt nicht Russland angegriffen, dann wäre es ja im Westen weitergegangen. Das heißt, dann wären die Alliierten wären wahrscheinlich irgendwann gelandet. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass es natürlich dann wenn dann die ganzen Streitkräfte dann im Westen gebunden sind. Wir wissen, dass die Sowjetunion ihre Ideologie ausbreiten will. Das ist ja wie auf dem Tablett ist es angerichtet, dass man da natürlich einen leichten Überfall machen kann. Das ist eigentlich allein dieser Zusammenhang, der besteht ja logisch. Da kann man ja allein logisch drüber nachdenken. Ja, genau. Und wenn ich das aufnehmen darf, also auch das ist jetzt eine Wiederholung. Ja, der 24. Februar 2022 ist ein russischer Präventivschlag gewesen. Warum? Inzwischen gibt es ja die Bestätigung von der Angela Merkel und vom Hollande, ja, dass sie das Minsker Abkommen 2014 ja nur hinterfotzig abgeschlossen hatten. Die hatten ja nie vor, dass eben die Ukraine die Minderheitenrechte der Russen in der Ostukraine gewähren muss, nur um die Ukraine hochzurüsten. Die Ukraine ist hochgerüstet worden auf die stärkste Armee Europas, was die wenigsten wissen, mit mehreren hunderttausend Mann. Es sind NATO-Trainings abgehalten worden. Auch gestern habe ich erst wieder das Zitat gesehen vom stellvertretenden ukrainischen Verteidigungs- oder Außenminister, weiß ich jetzt nicht, aber der hat ganz klar gesagt, de facto sind wir schon lange NATO-Mitglied. Die Befehlsstrukturen der ukrainischen Armee sind in die NATO-Strukturen de facto integriert. Die Entscheidungen werden in Washington getroffen oder in Ramstein, also so viel wie dann das besetzte Deutschland von den Amerikanern auch noch missbraucht wird, um hier über die Ukraine Russland in die Zange zu nehmen. Es gab ja auch schon, haben wir es, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen, eine Woche vor dem 24. Februar, also vor dem angeblichen russischen Überfall auf die Ukraine. Wir haben auch gerade schon festgestellt, es war auch kein deutscher Überfall auf Polen, sondern auch die Polen haben vorher angefangen. Und entsprechend hat die Ukraine bereits, es muss um den 16., 18. Februar 2022 rum gewesen sein, um das 8- bis 12-fache die Bombardierungen von Donetsk und Lugansk erhöht. Es gab auch im letzten Jahr eine ganz klare Regierungsanweisung von Selenskyj, vom ukrainischen Präsidenten, die Krim zu erobern. Ja, und man sieht auch, dass dann auch diese ganzen NATO-Strukturen und das Hochrüsten, die ganzen auch professionellen westlichen Söldner, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, auch in Stellung gebracht wurden schon gegen Russland. Deswegen ist es in meinen Augen richtig, auch hier parallel das zu sehen, so wie das Deutsche Reich am 22. Juni 1941 in einen sowjetischen Aufmarsch hineingestoßen ist, der sich gegen Deutschland gerichtet hat, so ist jetzt auch am 24. Februar 2022 der russische Präventivschlag auch in einen zunehmenden ukrainisch-NATO-Aufmarsch gegen Russland hineingestoßen. Ja, die Pläne der Ukraine sind auch bekannt. Das kann man auch nicht hinwegdeuteln. Ich denke, auch das ist wieder sehr ähnlich. Genau, es hat ja 2019, hat ja die Ukraine das Waffenstillstandsabkommen beerdigt, und mit dieser
ich glaube, dieser Sicherheitschef hat ja offen angekündigt, wir bereiten uns auf einen Krieg gegen Russland vor. Das sind ja, ist ja nicht Genau. irgendwelche, sind ja nicht russische Behauptungen, dass sie das gemacht haben, sondern ja O-Töne, die nachvollziehbar sind. Also wir wissen ja, die ganzen O-Töne existieren in der Ukraine oder allein schon Poroschenko verräterisch auch, dass er die eigene Zivilbevölkerung bewusst angreifen will, dass man so nicht sagen kann, was da im Osten, im Donbass passiert, das ist halt alles irgendwie Pech. Das war halt, da sind ein paar übers Ziel hinausgeschossen, sondern diese Aussage von Poroschenko, deren Kinder werden in Bunkern leben, so werden wir den Krieg gewinnen, belegt ja eindeutig, dass man also willkürlich Zivilisten angreifen will. Und weil sonst müssten die ja nicht sich in Bunker verstecken. Diese ganzen Ja. Originalzitate gibt es. Sie werden eben verschwiegen und dadurch wird die Mehrheit getäuscht. Also ich glaube, es ist so, es wird möglichst nicht gelogen, weil Lügen können auffliegen und dann können die Medien dafür in Haftung genommen werden und dann fällt das mehr auf. Und wenn man einfach verschweigt, dann können die Medien sagen, ja, ihr habt halt nicht mitbekommen. Also sie haben es irgendwann mal berichtet, ihr habt halt nicht gut genug aufgepasst. Ihr habt es nicht, ihr hättet ja auch nachgucken können. Ihr hättet ja die, es kam irgendwo irgendwann, ihr habt halt, es war ein großes Pech, dass ihr es jetzt nicht gewusst habt. Und so ist Ja. ja in der Geschichte überall. Da nochmal, es passt auch wieder. Jetzt gehen wir mal, wir sind ja bisher immer vor der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges gesprungen in die Vorgeschichte jetzt des russisch-ukrainischen Krieges. Jetzt springen wir nochmal zurück. 1938, 1939, eine Kriegsbegeisterung in Polen gegen Deutschland ohne Ende und die polnische Regierung, da gibt es auch ganz klare Zitate und Aussagen, nicht jetzt nur bei Schulze-Rohnhoff, sondern auch bei Raymond Cartier, der natürlich ein Standardwerk geschrieben hat über den Zweiten Weltkrieg. Ein wunderbarer französischer Historiker, wie die Polen auf diesen Krieg hingefiebert haben, wie sie auf ihn hingearbeitet haben, mit so ähnlichen Aussagen, wie sie jetzt von Poroschenko gehört haben. Ja? Oder auch wie jetzt die Aussagen sind der Ukraine. Also die Geschichte wiederholt sich eben immer wieder leider und sie kann sich nur wiederholen, weil immer wieder von der Struktur her die gleichen Lügen geglaubt werden. Ich denke, das haben wir jetzt in diesen mehreren Teilen unserer Diskussion wunderbar herausgearbeitet. Es sind immer die Lügen, es sind die Propagandalügen, es ist das Ausblenden der Verantwortlichen an den eigentlichen Kriegsereignissen, dass man immer nur auf dem Finger zeigt, den man so an die Wand gedrückt hat, dass er sich glaubte, nicht mehr anders wehren zu können. Und deswegen, weil wir jetzt vielleicht auch schon über die Zeit drüber sind, wenn ich darf, noch ein kurzes Schlusswort sprechen, was du auch gerade sagtest, Johannes, mit dem Framing, dass das jetzt alles so kommen wird. Das haben wir vorher gewusst. Wir haben uns ja lange überlegt, ob wir jetzt diese Diskussion machen oder nicht. Wir haben schon mal eine Probediskussion gemacht, dann haben wir sie wieder eingestampft, weil wir gesagt haben, also man wird uns alles vorwerfen. Alles und noch mehr. Und deswegen kann ich mit dem Framing komplett leben. Warum? Weil ich weiß, dass es gelogen ist. Wir haben heute, jetzt im zweiten Teil der Geschichtsdiskussion, auch dann im ersten Teil der Geschichtsdiskussion, wir haben nichts anderes gemacht, als die reine Wahrheit ans Licht zu bringen von Fakten, die bisher verschwiegen wurden. Die Fakten sind da, die Fakten sind belegt, die Fakten können weggelogen werden, aber sie können nicht ungeschehen gemacht werden. Und deswegen, wer den Willen hat, sich selbst und unvoreingenommen damit weiter auseinanderzusetzen, was wir diskutiert haben, du blendest ja dann ein, denke ich, den Link auf Schulze-Rohnhoff 1939, der Krieg, der viele Väter hatte, dann auch auf die vier Bücher von Bernd Schwipper, dann über den Präventivschlag im Osten 1941. Da denke ich, würdest du den Link sicher einblenden. Und dann kannst du ja auch noch abfotografieren aus meinem Buch. Das ist, glaube ich, auf Seite 116, die ganze Literaturliste, von denen dann im Framing wieder heißt, Geschichtsrevisionismus, und sage ich noch einmal, wenn etwas falsch ist, wenn etwas unaufrichtig ist, wenn etwas unehrlich ist, wenn es dann auch noch wieder zu Völkerhass kommt, wegen dieser Falschheit und Unaufrichtigkeit, wenn es dann wieder zu Kriegsstiftungen kommt, wegen dieser Falschheit und Unaufrichtigkeit, dann ist es ein Muss zu revidieren und dann ist es positiv zu sehen, dass wir hier revidiert haben und dann ist es auch moralisch gesehen haben wir völlig richtig gehandelt und es wird mir hier und hier alles abprallen, was an falschem Framing über uns an Dreck ausgegossen wird. Es ist mir einfach wurscht, weil wir hier für die Aufrichtigkeit und die Wahrheit unterwegs sind. Ich denke, wir wollen natürlich nicht geframed werden. Wir wollen ja die Leute überzeugen. Deswegen wollen wir nicht erfolgreich geframed werden. Aber ich denke, jeder kann sich auch überlegen. Wir haben jetzt hier, da kann sich diese Bücher mal angucken. Das sind ja Originalquellen. Das ist ja nicht, dass die Leute irgendwelche sagen, ich sehe das jetzt so und so, ich erzähle jetzt einfach mal meine Sicht. Und die stützen sich ja auf Quellen. Und allein die Tatsache, dass das nicht diskutiert wird, dass wir davon gar nichts mitbekommen, dass das gibt,
Das ist aus meiner Sicht schon ein Schuldeingeständnis, weil wenn es jetzt falsch wäre, wenn es jetzt ja Blödsinn wäre, dann könnte man ja die Quellen nehmen, könnte belegen, warum ist es denn jetzt falsch? Warum stimmt das alles nicht? Was ist daran falsch? Aber wenn es ausgeschwiegen wird, und das ist ja auch das Gleiche bei der Ukraine, wenn es ausgeschwiegen wird, kann sich ja also jeder selber überlegen, warum besteht denn die Notwendigkeit, was auszuschweigen? Warum muss man das verheimlichen? Es ist doch nur dann die Notwendigkeit, wenn man keine Argumente, wenn man selbst keine Argumente hat. Ja, so ist das. Ich sage mal, ich lege es ja auch nicht aufs Fremen an, aber ich meine, ich bin jetzt auch lange genug auf dieser Erde mit fast 55 Jahren. Ich war jetzt auch lange genug, mindestens eine Periode im Bundestag. Also ich habe immer gedacht, am meisten wird im Bett gelogen. Ne? Du kennst ja diesen Karlauer, ne? Jeder ist immer der größte Held, aber das muss ich auch wieder revidieren. Ja? Am meisten werden im Bundestag und in der Politik gelogen. Ja? Deswegen gebe ich mich keinen Illusionen hin, was man alles jetzt versuchen wird, uns anzuhängen, in irgendwelche Ecken zu schieben. Aber ich sage, da gehen wir dann durch, weil wir wissen, dass wir für die Wahrhaftigkeit und für die Ehrlichkeit, für die Völkerverständigung und für den Frieden unterwegs sind. Und dafür ist es dann halt so, dass wir auch dieses Risiko tragen müssen. Ja, und dann ist es halt so. Aber deswegen gehe ich davon aus, man wird dieses Video mit aller Macht löschen, verbieten und so weiter. Und deswegen nochmal ganz am Schluss, wir haben, denke ich, alles besprochen, lieber Johannes, mein Appell an die Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, teilt das, ladet es runter, ladet es auf anderen Kanälen hoch. Es muss sich weiter verbreiten auf dem Originalkanal. Ich rechne mit einer baldigen Sperrung und Löschung. Deswegen, lieber Johannes, gibst du allen Zusehern, die das tun, als Copyright-Inhaber, das Recht, so zu verfahren und es runterzuladen auf eigene Kanäle? Also ganz kurz noch angefügt, also meine ganzen Videos sind sowieso auf Free Common License. Das heißt, unter Quellenangabe kann man das überall hochladen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Da sind wir durch, ja? Ja. Wir waren gut. Genau. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Das danke auch. Und wir werden dann sehen uns auch in einem weiteren Teil haben wir uns davor genommen. Ja, dann über diese ganzen Sachen jetzt über Internet, weltweite Überwachungsstaat, Great Reset, Abschaffung der Bürgerrechte, Terrorregime, Regierungen von Bürgern gegenüber. Genau, das ist dann der nächste Teil, der dann auch kommen wird. Genau. Wiedersehen. Tschüss. Danke. Ciao.